Hendrik, was machen wir denn heute? Moin Nico. Heute haben wir einen ganz speziellen Auftrag und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen mal wieder unsere Kamera mit. Wir sind auf dem Weg zu einem Kunden und liefern einen Schwimmspa aus. Und zwar den Activity 2 von Passion Spas. Man sieht, wir sitzen heute mal in unserem LKW. Das Ding ist nämlich hinten drauf. Bringt jetzt nicht eine Spedition, sondern wir liefern Schwimmspas und Whirlpools immer selbstständig mit unserem eigenen Fuhrpark aus. Das Ding, was wir jetzt hinten drauf haben, ist knappe 5 Meter lang. Und das können wir so frei laden und heute wird es wieder sehr, sehr spannend, weil das Gerät mit einem Kran übers Dach in eine Grube geladen wird und dieser Schwimmspa in diese Grube eingelassen wird, versenkt wird und nachher von außen mit einer Holzverkleidung Boden eben verkleidet wird. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt und da haben wir uns gedacht, das zeigen wir euch heute einfach mal, wie das Ganze so abläuft, wenn wir sowas ausliefern. Zusätzlich haben wir eine Z400 Wärmepumpe von der Firma Zodiac, die wir heute das erste Mal mit in das System einschließen oder eingliedern werden. Wir ersetzen den ganz normalen, sehr stromfressenden Durchlauferhitzer, bauen dafür eine Wärmepumpe an das ganze System mit einem Bypass. Und da sind wir selber sehr gespannt, weil wir es halt heute das erste Mal machen. Mehr gibt es gleich bestimmt von der Baustelle. So, wir sind jetzt an der Baustelle angekommen. Nico, dreh dich einmal, da siehst du den Kran schon. Der baut gerade auf. Damit ziehen wir das Ding gleich aus unserem LKW raus und ja, können wir hier mal weitergehen. Hier ist alles vorbereitet. Das ist der sogenannte Technikbunker oder Technikschacht. Eine Betonplatte gemacht und da wird gleich der Schwimmspa in die Mitte reingestellt. Christian und Thorsten beraten sich bezüglich der Wärmepumpe. Die sieht man da hinten rechts schon, wie wir das Ding jetzt verrohren und nachher anschließen. Aber als erstes muss die Badewanne ins große Loch. Und das machen wir jetzt mal als erstes. Bis später. So, wir stehen jetzt hier am Spa. Und als erstes ist die erste Aufgabe, den ordentlich vom LKW runterzukriegen, weil das Ding wahnsinnig lang ist. Hängen wir jetzt gleich eins in den Stück vor und dann lassen wir den gemeinsam mit unserer Hebebühne runter. Schon vorbei. Becken ist im Boden oder im Loch. Kann man hier drin jetzt sehr, sehr schön sehen. Schwimmspa heißt, dass man einen Whirlpool hat, der relativ groß gebaut ist und eine Gegenstromanlage hat. Nico, wenn du hier einmal schaust, siehst du die Düsen.